finde mich furchtbar steif und unwohl. Und ich erinnere mich an so und so viele Situationen, wo ich gemerkt habe, dass ich da auch, aber ich hatte ja keine Ahnung, wenn man so will. Ich war nicht ausgebildet und gar nichts, war ja auch ganz jung, war auch 18, als das anfing. Das ging über 5 Jahre. Und zu Beginn unglaublich hölzern und nicht frei und nicht locker und gar nichts. Aber diese 5 Jahre waren für mich schon so ein bisschen Schule, Schauspielschule, weil das hatte ich ja bis dahin gar nicht gehabt. Ich habe dann erst später angefangen, mit einem Coach zu arbeiten, für Rollen mich sehr speziell vorzubereiten und habe eigentlich im Laufe der Jahre Learning by Doing, aber auch ganz viel von diesem Coach gelernt. Schlechter Geschmack. Auch die Mutter Katrin Ackermann spielt in der beliebten Familienserie mit. Die gelernte Theaterschauspielerin ist manchmal immer noch vom Werdegang ihrer Tochter Maria erstaunt. Mein Doktor, weshalb haben Sie so schlechte Laune? Ich bin nie schlechte Laune. Sie ist sehr fleißig. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das jemand ist, der das auf die leichte Schulter nimmt. Im Gegenteil, ich denke, sie ist viel fleißiger als ich. Viel methodischer, sie ist viel akribischer als ich. Aber in dem Sinne gelernt, dass sie auf einer Schule schon gar nicht und auch eigentlich nicht mit mir. Ich glaube, sie hat auch immer das Gefühl, ach, das, was die Mama macht, das kann ich auch oder so. Mutter und Tochter. Schon sehr früh war klar, die kleine Maria leidet sicher nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein. Maria hatte auch immer schon wie sie klein war, wenn sie irgendwie was, Kinder fragen, ja Mama, warum ist das so und warum ist das so? Und wenn ich Luft holte, um ihr die Antwort zu geben, sagte sie immer schon, ich weiß. Also bitte, nun sagt schon ja. Nicht einfach nur machen, sondern sich aktiv einmischen. Das hat auch glückliche Familienregisseurin Ilse Biberti noch sehr gut in Erinnerung. Ich fand sie sehr interessant, weil sie so eigenwillig war. Also sie hat nie was gemacht, wenn sie es nicht wirklich verstanden hat und hat es dann auch umgebaut so in ihre persönliche Lebenswirklichkeit. Sowohl wie sie halt aus der Vergangenheit es gekannt hat, als auch wie es ihrem Geschmack entsprach. Und da musste man schon heftig dran arbeiten, aber es kam immer was Eigenes raus. Und wenn ich das jetzt so Jahre später sehe, was sie jetzt macht, dann hat sie eigentlich da schon ihren Typ bestimmt. Naivität und Verliebtheit und Blödheit, und mit 18 habe ich einen Kängele da rein, mit großem verliebten Idealismus. Ich habe natürlich keine Sekunde darüber nachgedacht, was heißt es. Weil ich habe mich ja lange auch mit der Rolle nicht identifiziert. Ich habe ja lange nicht gedacht, ja, ich muss jetzt hier, ich will Frau Boda werden, sondern das habe ich ja lange gedacht, das ist eine Welt, mit der will ich gar nichts zu tun haben. Ich bin halt verliebt in diesen Mann, aber der Rest interessiert mich nicht. Hat mich sicherlich doch irgendwie beeinflusst, dass er Hubert Burda ist, aber ich dachte natürlich a priori, dass meine Liebe ist meine Liebe und der Rest, das bin ich nicht. Der Anders. Auftritt bei Preisverleihungen, Bambi oder Goldene Kamera, repräsentieren gehört dazu. Schaut ihr mal hier, ganz nach links. Einmal hier rüber, Thomas. Das ist jetzt Teil ihrer Welt. Prominentenrummel, teure Kleider, glanzvolle Kulissen. Auch das ist Teil ihrer Welt. Manchmal. Elendsviertel in Kalkutta. Sie ist Schirmherrin der deutschen Hilfsorganisation Ärzte für die Dritte Welt. Über 200 Ärztinnen und Ärzte opfern jährlich ihren gesamten Urlaub, um unentgeltlich zu helfen. Und Maria Furtwängler hilft ihnen. Ich dachte, das ist einfach beispielhaft. Und das hat mich natürlich, damals habe ich noch voll gearbeitet als Ärztin, einfach sehr angesprochen, weil ich auch dachte, hey, was sind das für Menschen, die das machen? Völlig ohne öffentliche Wahrnehmung. Und dachte, wie kann ich denen helfen? Und naja, und helfen konnte ich denen in erster Linie, oder kann ich denen in erster Linie, indem ich auf die aufmerksam mache. Mit meiner Popularität einfach sage, wenn ich dorthin gehe, so einen kleinen Einsatz mache, ich war nie 6 Wochen dort, dann schaue ich doch, dass da ein Filmteam mitkommt und darüber eine Reportage macht oder eine Zeitschrift was darüber macht und einfach vor allem über diese Organisation und diese Ärzte, die dort arbeiten und tolle Arbeit machen, einfach berichten. Also so ist mein Impetus da. Und ich denke, ich habe für die schon ganz viel an Öffentlichkeit herstellen können.